Die Quoten des Schlagerbooms 2023 können sich sehen lassen. Florian Silbereisen führte am Abend des 21. Oktober unter dem Motto »Alles funkelt, alles glitzert« durch die Show. Es schalteten viele Zuschauer ein, um das Spektakel zu verfolgen. Der Schlagerboom 2023 wurde von etwa 4,61 Millionen Menschen verfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von 20,7% und die Sendung gehört zu den erfolgreichsten des Tages. Flori hat es mit der Show auf Platz 3 der meistgesehenen Sendungen des Tages geschafft. Besonders erfreulich, auch das junge Publikum schaltete fleißig ein. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen ist ein Publikum von etwa 1,36 Millionen Personen ermittelt worden. Der Marktanteil lag damit bei 14,6%. Die Quoten des Schlagerbooms 2023 sind ausgezeichnet. Zuschauer äußerten trotzdem Kritik zu der Sendung. Komponiert eigentlich niemand mehr eigene Songs? Nur noch Cover mit deutschen Texten, lautet ein Kommentar auf der Plattform X, ehemals Twitter. Die Anzahl an Coversongs war ausgesprochen hoch, was beim Publikum schlecht ankam. Singt keiner seine aktuellen Songs? Fragt sich ein weiterer Ex-Nutzer. Auch dass die Sendung lediglich eine Wiederholung sein könnte, ist im Netz angeprangert worden. Der Schlagerboom am 21. Oktober hatte Höhen und Tiefen, die Quoten sprechen aber definitiv für einen Erfolg.